Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Dan et Flip. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der aktiven Rechnungsabgrenzung. Und hierfür habe ich auch heute wieder ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, wir zahlen die Versicherung für ein halbes Jahr, also von Dezember bis Mai, in Höhe von Euro 1.800 im Voraus. Und die Vorauszahlung, also die Verbuchung des Versicherungsaufwandes, wurde bereits durchgeführt. Und zwar mit dem Buchungssatz 7700, Versicherungsaufwand mit 1.800 Euro an das Konto 2.800, Bank ebenfalls mit 1.800 Euro. Und daraus ergibt sich dann, wenn wir uns das D-Konto Versicherungsaufwand ansehen, eben auf der Soll-Seite ein Betrag von 1.800 Euro. Bevor wir jetzt weitergehen zu den Abschlussbuchungen, müssen wir zuerst einmal verstehen oder erläutern, was unter einer Rechnungsabgrenzung zu verstehen ist. Und wenn wir uns hier diese Versicherungsprämie, welche wir bezahlt ansehen, so können wir hier erkennen, dass diese Versicherungsprämie für Dezember bis Mai gilt. Das heißt, wir gehen über ein Jahr hinaus. Ein Teil der bezahlten Versicherungsprämie gilt für das alte Jahr und ein Teil der Versicherungsprämie gilt für das neue Jahr. Und so wie wir es jetzt verbucht haben, können wir anhand dieses D-Kontos erkennen, dass die vollen 1.800 Euro, also sprich der gänzliche Versicherungsaufwand, für das alte Jahr gelten würde. Aber das dürfen wir so nicht machen. Wir müssen wirklich am Jahresende dann hergehen und schauen, okay, welcher Betrag ist Aufwand im alten Jahr und welcher Betrag ist Aufwand im neuen Jahr. Und aus diesem Grund müssen wir hier dann am Jahresende eben wieder eine sogenannte Abschlussbuchung durchführen oder einen Buchungssatz am Ende des Jahres eben bilden. Und dafür müssen wir aber zuerst im ersten Schritt einmal ausrechnen, welcher Betrag gehört überhaupt in das alte Jahr und welcher Betrag gehört in das neue Jahr. Und hierfür zeichnen wir uns jetzt einfach einmal so ein Zeitschema auf. Und hier wissen wir, wir haben den Dezember, also den Anfang, also den ganzen Monat Dezember. Und hier wissen wir, wir haben am Ende den Monat Mai. Und wenn wir dann schauen, so wäre hier dann irgendwo ungefähr der 31.12., wo wir eben diese Abgrenzung vornehmen müssen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wie viele Monate sind es in Summe? In Summe sind es, nachdem ein halbes Jahr eben auch hier steht, 6 Monate. Und wie viele sind noch im alten Jahr und im neuen Jahr? Im alten Jahr haben wir dementsprechend nur einen Monat. Also wir haben nur den Dezember. Und wenn wir dann weitergehen auf das neue Jahr, so haben wir Jänner, Februar, März, April, Mai. 5 Jahre und 5 und 1 ergibt in Summe wiederum 6 und dementsprechend haben wir auch hier einmal die Monate richtig aufgeteilt. Jetzt müssen wir das Ganze umwandeln in einen Betrag, also den wir am Ende des Jahres abgrenzen müssen. Und wenn wir sehen, wir haben hier in Summe einen Betrag von 1.800 Euro, dementsprechend müssen wir dann einmal diese 1.800 durch die 6 dividieren, weil diese 1.800 gelten ja für einen Monat und für 5 Monate, also in Summe 6 Monate. Und wenn wir dann die 1.800 durch die 6 dividieren, sollten wir eigentlich auf 300 kommen. Taschenrechner sagt dasselbe. Das heißt, wir haben hier 300. Im alten Jahr wissen wir, haben wir einen Monat. Das heißt, wir müssen diese 300 mal 1 ergibt dann dementsprechend 300. Und alternativ oder ergänzend dazu müssen wir noch schauen, was gehört in das neue Jahr. In das neue Jahr gehören 300 mal 5.
ergibt dann in diesem Fall 1500. Das heißt, wenn wir uns das hier auf dieser Zeitachse nochmal genau anschauen, so wissen wir, dass hier 300 stehen muss und hier, also im neuen Jahr, dann 1500 stehen muss an Versicherungsaufwand. Aber wir haben ja heute noch 1800 da. Und aus diesem Grund müssen wir jetzt schauen, dass wir dieses Aufwandskonto zum 31.12. hin, also zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses hin, eben auf diese 300 Euro hinbekommen. Wie müssen wir da tun? Genau, wir müssen einfach 1500 Euro ausbuchen. Und wie bekommen wir hier jetzt 1500 Euro weg? Einerseits einmal ganz einfach, indem wir dieses Konto Versicherungsaufwand 7700 auf der Gegenseite verbuchen, also sprich auf der Habenseite. Dementsprechend haben wir dann auch schon einmal einen gewissen Teil des Buchungssatzes. Und zwar, wir wissen einmal, es kommt an 7700 Versicherungsaufwand mit 1500 im Haben. Ergänzend dazu wissen wir natürlich, eine Buchung hat immer eine Soll- und eine Habenseite. Das heißt, es fehlt uns dann hier noch die Sollseite. Und für diese Abgrenzungen gibt es ein eigenes Abgrenzungskonto. Und wenn wir uns hier dann den Kontenplan zur Hand nehmen, so finden wir beim einheitlichen österreichischen Kontenplan das Rechnungsabgrenzungskonto oder finden wir zwei Abrechnung oder Rechnungsabgrenzungskonten. Einerseits einmal in der Kontoklasse 2 und einerseits in der Kontoklasse 3. Im Zusammenhang mit der Verwendung des richtigen Rechnungsabgrenzungspostens oder Kontos müssen wir uns dann in weiterer Folge eben auch noch überlegen, handelt es sich um eine eigene Vorauszahlung oder um eine fremde Vorauszahlung. Eine eigene Vorauszahlung bedeutet, wir bezahlen was im Voraus. Und eine fremde Vorauszahlung ist genau das Gegenteil. Uns bezahlt jemand etwas im Voraus. In unserem Fall haben wir was vorausbezahlt, weil wir haben die Versicherungsprämie in Höhe von 1800 bezahlt. Und dementsprechend handelt es sich um eine eigene Vorauszahlung. Also wir müssen eine aktive Rechnungsabgrenzung vornehmen. Und wie der Name schon sagt, aktive Rechnungsabgrenzung, daraus lässt sich dann auch erkennen, dass wir ein aktives Bestandskonto finden. Und dementsprechend wissen wir, es kommt in die Kontoklasse 2. Und wenn wir uns die Kontoklasse 2 anschauen, finden wir hier eben die Kontonummer 2900, aktive Rechnungsabgrenzung. Dementsprechend brauchen wir hier eben das Konto 2900, ARAP. Also ARAP, wenn Sie das mal irgendwo lesen, ARAP steht für aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Und auch hier müssen wir wiederum den Betrag von 1500 verbuchen. Und wenn wir das dann auch wieder auf dem D-Konto im 7700 eintragen, so haben wir hier dann auf der Habenseite 1500. Und wenn wir das Konto dann abschließen, so schauen wir uns an, okay, wo ist die höhere Seite? Auf Soll haben wir den höheren Betrag. Das bedeutet, wir haben hier mal 1800. Übertragen dann diese 1800 auf die andere Seite. Und dementsprechend ergibt sich dann hier eben ein Saldo von 300. Und dementsprechend haben wir dann in weiterer Folge eben nur diese 300 berücksichtigt, dementsprechend auf dem Konto 7700. Und wenn wir hier schauen, wir dürfen maximal einen Aufwand von 300 im alten Jahr haben und durch diese Buchung haben wir das Ganze jetzt gemacht. Also wichtig hier eben auch zu wissen, diese Buchung findet am 31.12. statt. Und wenn wir dann weiter in das nächste Jahr denken, so müssen wir diese 1500 Euro ja dann im neuen Jahr wieder als Aufwand geltend machen. Dementsprechend müssen wir dann im neuen Jahr, also ich schreibe hier jetzt
1.1. diese 1.500 Euro an Aufwand wieder in unsere Buchhaltung reinbringen. Und wie machen wir das Ganze? Ganz einfach, indem wir diesen Buchungssatz, also diese aktive Rechnungsabgrenzung auflösen, indem wir diesen Buchungssatz einfach umdrehen. Das heißt, wir haben hier 7.700 Versicherungsaufwand an 2.900 ARAB mit 1.500 Euro. Und dementsprechend haben wir dann auch wirklich hier dann diese 1.800 Versicherungsprämie richtig aufgeteilt auf das alte Jahr und auf das neue Jahr. Ja, und somit sind wir dann auch schon am Ende angelangt, zum Beispiel aktive Rechnungsabgrenzung. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in die Kommentare schreiben, dann werden wir diese zeitnah beantworten. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.